Es ist keine Schwierigkeit, aber eine gewisse Herausforderung. Man muss, es ist wie Radlfahren. Wenn man Blätten fahren kann, dann kann man das ein Leben lang. Am Hallstätter See, inmitten der malerischen Landschaft des Salzkammerguts, befindet sich ein Stück lebendiger Geschichte, die Plätte. Dieses historische Holzboot, gebaut in einer einzigartigen regionalen Bauweise, hat sich über Jahrhunderte den Bedürfnissen der Bewohner angepasst. Der promovierte Geuserer Historiker und Ortschronist Michael Kurz über die Bedeutung der Salzkammergutplätte. Plätten oder wie wir im Salzkammergut, im inneren Salzkammergut auch sagen, eine Fuhr, ist einfach früher eine Notwendigkeit gewesen, um den See zu überbrücken, in erster Linie den Hallstätter See. Die besondere Form der Fuhr, der Plätten, ergibt sich einfach, weil es gut zu steuern ist. Nicht? Man hat praktisch mit dem hinteren Teil hat man das gesteuert, gleichzeitig da den Antrieb dabei. Und das Aufgedrehte war einfach, dass das optimal über die rauen Wellen des Salzkammergut, der Salzkammergutseen fahren kann, und speziell eben da beim Hallstätter See. Und man auch relativ gut anlanden kann. Also man hat ja viel Holz transportiert damit und dann hat man relativ schnell zum Ufer fahren können, ist vorne rausgestiegen, rausgehüpft und hat es dann angelandet. Die Industrialisierung und die Einführung von Kunststoffbooten setzten der Plätte zu. Durch die Privatisierung von Seegrundstücken, den boomenden Tourismus und das Verschwinden der Handwerkstradition ist der Besitz einer Plätte inzwischen ein exklusives Gut geworden. Lokal Augenschein Bad Gäusern. Findest du, dass Plätten was Exklusives sind, was Elitäres? Insofern schon, weil für Plätten brauchst du einen Bootsplatz oder eine Bootshütte, wo du das einstellen kannst. Also meistens ist es halt das Bequemste und das hat halt nicht jeder. Also ich finde schon, dass das was eher Exklusives ist. Ich würde sagen, es ist ein Luxusprodukt auf jeden Fall, ja. Oder eine Liebhaberei zumindest. Also der Nutzen hat sich sehr stark geändert. Ja, schon exklusiv. Warum? Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass dieser jeder hat. Mein Name ist Peter Elmer und ich bin Obmann von Plätten- und Ruderverein da am Hallstätter See. Ich denke, so vor 15 Jahren ist ein Kollege zu mir gekommen in mein damaligen Amt als Bürgermeister und hat gesagt, du, was wäre, wenn wir am Hallstätter See Bootshütten errichteten, damit sie Leute ein Schiffel, ein Bottel rein tun können. Und dass das nicht so einfach geht, war mir von Anfang an klar. Die Überlegung war dann, wie können wir wirklich einen Zugang schaffen zu diesen Traditionsbooten für die Öffentlichkeit. Der Verein hatte sich zur Aufgabe gemacht, den drohenden Verlust dieser uralten Handwerkskultur zu verhindern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir sprechen mit ein paar Mitgliedern. Also ich bin die Nati und ich komme aus Golling. Katharina Steglecker. Ja, und die Plätten, die haben mich immer schon fasziniert, weil das so, wenn man so am See draußen fahren sieht, wenn sie so ruhig dahin ziehen, dann das schaut so archaisch aus. Und dann habe ich mir gedacht, ich möchte auch gerne mal das Kinder also mit einer Plätte rudern. Wie wird man so Kapitänin? Wie ist so der Prozess? Wir haben schon relativ viel gerudert und trainiert, dass wir die Technik haben. Wir haben natürlich einen Wetterkundekurs gemacht, wir haben die ganzen Untiefen von Seen. Und ja, wenn man glaubt, man ist bereit, weil man die Fuhr oder die Plätten beherrscht, mit Motor, ohne Motor und auch in Situationen, wo vielleicht ein wenig der Wind reinfährt oder so, dann kann man die Prüfung ablegen. Ja, die Exklusivität, die ergibt sich natürlich daraus, dass du Schiefhitten brauchst, und solche gibt es wenig. Dass du halt einen Platz brauchst, dass du es hinwärst, deine Plätten, und das sollte 10.000, 15.000 Euro kosten. Und da ist natürlich für so ein Verein eine husige Geschichte, die einen Nürden ermöglicht, dass er Plättenfahren probiert. Das haben wir uns als Maßstab gesetzt. Wir wollen die Original-Hallstätter Seeplätte erhalten. Das heißt, wir haben uns Know-how und Verbindung gesucht zu den letzten Plättenbauern, die uns das Wissen mitgeben. Und wir wollen über diesen Verein, das war damals auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, über diesen Verein das Wissen über die Original-Hallstätter Seeplätte erhalten und auch ausführen. Und damit wird es auch erhalten. Die Plätte, ein lebendiges Stück Geschichte, das dank engagierter Menschen auch in kommenden Generationen weiterlebt. Durch diese Bemühungen bleibt die Plätte nicht nur ein Symbol der Vergangenheit, sondern wird auch Teil der Zukunft der Region.